Hallo zusammen, hier ist wieder Kai von Travel Camping Living und es gibt wieder mal einen Kastenwagen. Ich bin hier noch immer auf dem Pössl Event irgendwo in Bayern und hinter mir steht jetzt ein Roadcar. Roadcar markiert in der Pössl-Gruppe das Einstiegssegment, was nicht heißt, dass man hier miese Qualität kriegt, sondern einfach einen simpleren Ausbau, weniger fancy, aber nicht weniger praktisch. Man verzichtet hier einfach auf Zusätze, die bei zum Beispiel Pössl Serie sind, wie das Verdunklungsrollo zum Beispiel vorne im Cockpit, das es hier nicht gibt. Also wird natürlich der Preis entsprechend attraktiver. Nichtsdestotrotz kriegt man hier alles, was man braucht. Wir haben hier ein 6 Meter Fahrzeug, eine schöne Dinette, ausdrehbarer Tisch. Der wird auch richtig groß und lang. Von der Breite her geht das auch gut. Da sitzen zwei Leute top dran. Auch der dritte Mann ist hier praktisch vom Tisch, ist nah dran. Keine großen Distanzen. Das ist sehr angenehm. Warmluftauslässe gibt es 5 Stück. Das ist eine gute Menge für ein 6 Meter Fahrzeug. Das verspricht auch bei kühlen Temperaturen gute Luftzufuhr und angenehme Wärme. Wie auch bei den anderen Neuheiten der Pössl-Gruppe beim Roadcar 601, der Kühlschrank seitlich angebracht, also an der Stirnseite der Küche. In dem Fall auch schön groß. Der Küchenblock ist hoch und der Kühlschrank bietet einiges an Platz, das gefällt mir gut. Das ist eine tolle Kühlschrankgröße. Vor allem für diejenigen, die vielleicht mal sich öfter hier tatsächlich selbst was kochen und nicht auf externe Versorgung angewiesen sind. Aufgrund der Kühlschrankposition gibt es leider hier kein Brett, das die Arbeitsfläche verlängert. Auch in diese Richtung, wie man es von Pössl kennt, gibt es die Option nicht. Aber ein versierter Schrauber kann sich hier ohne Probleme ein Brett selber dran bauen und das dann ausschwenken, wenn er denn hier mehr Platz braucht. Denn an sich bietet die Küche schon gut Platz. Man hat hier einen ganzen Bereich, wo man arbeiten kann. Danach kommt dann Kochen und Abwaschen. Im Kochbereich ist auch eine Piezo-Zündung mit dabei. Und ganz hinten kommt dann noch was ganz anderes. Auch im Küchenblock, was Verstaufächer angeht, merkt man, man ist hier im Einstiegssegment. Es gibt keine Auszüge, sondern einfach nur Türen, die geöffnet werden. Und dann muss man reinkriechen, um zu gucken, was wo ist. Das ist natürlich nicht ganz so praktisch, aber günstig. Im Kasten selber sind hauptsächlich oder ausschließlich 230 Volt Steckdosen verbaut. Das ist nicht weiter schlimm, denn bei Roadcar gibt es noch die Lichtschienen. Und da gibt es ja schöne Möglichkeiten, zum Beispiel von Dometic, diesen kleinen USB-Charger, kann man reindrehen und dann hat man ruckzuck einen USB-Anschluss, nicht ganz billig, aber saupraktisch und schnell gelöst und sauber. An den Fenstern des Aufbaus, Verdunklung und Fliegengitter mit dabei. Die Fenster selber sind aufgesetzt, nicht integriert. Aber jetzt zu der eigentlichen Neuheit bei Roadcar, denn dieses Fahrzeug ist für 4 Personen zum Schlafen, übereinander, gestapelt. Ja, und da bin ich im unteren Bett. Die sind nicht höhenverstellbar, das ist gebaut, wie es ist. Und leg mich jetzt hier mal hin. Zum Liegen geht das wunderbar. Vom Platz her, Kastenbreite kennt man ja. Aber das Aufsitzen ist dann schwierig. Also aus einem Albtraum hier aufschrecken, sich aufsetzen, keine gute Idee. Das dürfte wehtun. Wer aber keine Albträume hat und weiß, dass über ihm ein Bett schwebt, der kann hier schon schlafen. Das ist, hat keine klaustrophobischen Züge, wenn man nicht in die Richtung veranlagt ist. Also ja, der Abstand geht in Ordnung, wenn es ein Kompromissfahrzeug ist. Das Aussteigen muss man auch immer aufpassen, dass man sich nicht die Rübe anschlägt. Und jetzt gucken wir mal nach oben. Hier geht's mit Leiter hoch. Und wenn man oben ankommt, merkt man schon, deutlich wärmer. Die Sonne scheint, das Dachfenster war jetzt die ganze Zeit offen. Und hier staut sich's ziemlich. Unten war das deutlich kühler. Aber das ist nicht überraschend jetzt.
Also ich bin 1,80 Meter und ich tue mich ein bisschen schwer. Ich bin relativ gelenkig, glaube ich. Aber es ist nicht einfach. Jetzt. Oh, der linke Fuß will nicht. Jetzt. So, hier rumzukommen. Und für jemand, der 1,80 Meter ist, ist das hier oben auch nichts. Das ist ein Platz für Kinder und nicht für alte Säcke wie mich. Ich kann hier nicht ausgestreckt liegen. Die Seitenwände laufen leicht schräg zu und die sind mir jetzt hier wie dort im Weg. Als Kind, wenn du 1,60 Meter bist, liegst du hier gut. Aber auch hier Deckenhöhe, sehr nah dran alles. Man kann sich natürlich aufsetzen, wenn man das Dachfenster aufmacht und dann rausguckt. Dann hat man einen guten Blick und frische Luft und sitzt aufrecht. Aber ansonsten geht das nicht. Also, ja, so hoch komme ich. Ist vielleicht fürs Bauchmuskeltraining, das kann man hier oben machen. Aber ansonsten kann man hier nicht viel machen in meiner Größe. Außer wieder versuchen runterzukommen. Das ist auch nicht einfach hier. Aber wir kriegen das hin. Der Wal dreht sich. Oh, leck. Gut, see you. Da bin ich wieder. Puh, geschafft. Nachdem ich mich da jetzt wieder runtergekämpft habe, bin ich ganz schön verschwitzt und könnte jetzt eine Dusche vertragen. Mal sehen, ob das in dem Wagen geht. Dafür muss erstmal die Leiter weg, denn die steht im Weg. Und dann gehe ich mal ins Bad. Schöne Türklinke. Ja, da bin ich im Bad. Und was soll ich sagen? Obenrum eigentlich ganz gut Platz. Da fühlt man sich wohl. Kann sich hier gut bewegen und drehen. Untenrum ist allerdings immer ein bisschen die Toilette im Weg. Die hat man irgendwie immer ständig am oder um die Beine. Super finde ich, dass wir zum einen ein seitliches Fenster haben, plus obenrum ein Dachfenster. Das ist toll zum Durchzug machen. Und vom Platz her sind das tolle Verhältnisse für ein 6 Meter Fahrzeug. Die Toilette ist halt da, wo sie ist. Man kommt drum rum. Das Waschbecken ist angenehm groß. Man hat eine schön große Brause, die auch zum Duschen verwendet wird. Ablagefächer noch, eine Duschbrausenhalterung ist mit dabei, schöne LED-Spots, großer Spiegel, schöne Türklinke, also im Prinzip alles, was man braucht. Ablageflächen hier seitlich noch unterhalb des Fensters, schönes Bad. Praktisch vor allem, kein fancy Schnickschnack, sondern ein ehrliches Bad. Trotz Doppelbetten hinten noch Platz für Keller. Und der reicht zumindest noch für einen Satz Stühle, einen Tisch und ein bisschen anderes Gerümpel. Also man kann so verreisen, man muss nur darauf achten, die Maximalbeladung im Auge zu behalten und nicht zu überladen. Denn bei 4 Leuten und Gerümpel auf 6 Meter kann das passieren. Ordentliche Schienen sind auch mit dabei. Und da lässt sich alles gut dran befestigen. Man sieht hier auch, das obere Bett ist kürzer, demnach auch schmaler als das untere.